So, 100 Milliarden Jahre später und ein Update. Später begrüße ich euch zurück zu House of Ashes. Der Bug ist hoffentlich behoben, das weiß ich noch nicht, aber der Ladescreen ist wirklich eingefroren, dass ich jetzt nochmal alles neu starten musste. Und ich hoffe, ich habe jetzt auf Fortsetzen gedrückt, dass zumindest unser Fortschritt gespeichert worden ist und dass wir auch nichts verpasst haben. Aber das werden wir jetzt erst erfahren, wenn jetzt dieser Ladescreen hoffentlich mich nicht im Stich lässt. Und ich hoffe, wir haben weiterhin Spaß auf unserer Reise. Salim. Badra Mandali. Okay. Salim Othman, Leutnant Iraker Bodentruppe. Es ist immer viel zu schnell, das kann man überhaupt nicht lesen. Also stoppt ruhig zwischendurch, wenn ihr euch die Charakterbeschreibung durchlesen wollt, weil das ist ja blöd. Zane! Renegade! Zane? Okay, einer von den irakischen Männern. Also eigentlich einer von der gegenüberliegenden Seite. Finde Zane, durchsuche Zanes Zimmer. Okay, ich kann auch wieder hier ganz normal ins Menü. Irgendwie kann ich aber hier in das Charaktermenü nicht über R1 gelangen, sondern muss hier immer über Optionen gehen. Okay, ich gucke mir hier mal die Kursrichtungen an. Luftunterstützung. Eric hat Luftunterstützung bei der Mission zugestimmt. Luftnahunterstützung zugestimmt. Das heißt, das war schon mal eine Sache, die sich positiv oder negativ auf unseren Verlauf auswirken kann. Der Uralte. Balatu starb als letzter in den Tempelkatakomben. Alles klar, es hätte auch vielleicht der andere sein können, je nachdem, was wir für eine Entscheidung getroffen hätten. Mal sehen, was das noch für eine Entscheidung ist. Bis in den Tod. Rachel sagte Eric, dass ihre Ehe vorbei wäre. Gäbe es vielleicht auch noch, wenn ich das so ein bisschen verharmlost hätte, dass die Rachel den so im Glauben gelassen hätte, es wäre nicht vorbei. Hätte das vielleicht noch andere Auswirkungen gehabt? Aber ich habe gar nicht gesehen, dass da eine Kursrichtung war, als ich da mit Rachel die Entscheidung getroffen habe. Okay, keine Geheimnisse. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier mal um. Und der hier ist ja. Oh, wir können uns ja auch direkt das Geschenk ansehen. Herzlichen Grace. Glückwunsch zum Geburtstag, Zane. Grace, are we? Alles klar. Ein Geburtstagsgeschenk für seinen Sohn Zane. Und er scheint zu den irakischen Truppen zu gehören, also eigentlich einer der Verfeindeten, in Anführungsstrichen, von denen, die wir eben schon von den US-Amerikanern. Araf. Ist das vielleicht der Sohn? Oh, da hat man jemanden weggeknickt. Gab es da einen Streit oder? Gucken wir uns hier mal ordentlich um, ne? Können wir hier auf das Bild gucken? Scheint nicht. Kann hier auch nicht an den Kissen vorbei. Ist klar, kann ich hier zu der. Nee, okay. Mal gucken. Hier im Kühlschrank auch nichts. Was ist hier? Ein Klo. Ist aber auch hier nichts. Das finde ich so schade. Man kann zwar erkunden, aber es ist in den wenigsten Räumen wirklich was zum Erkunden. Okay, bevor ich da reingehe, gucke ich nochmal hier. Spiegel. Aber was sagt uns das denn hier alles, wenn wir hier nichts aufgreifen können? Das ist so ein bisschen schade. Aber das war schon bei den letzten Spielen so. Sehen? Okay, das ist also das Zimmer von dem Sohn. Okay, sehr unordentlich, passt aber vielleicht zu einem Jugendlichen. Ein paar Trophäen, Schach anscheinend. Da liegt noch was, aber das gucke ich mir. Okay, da würde es jetzt weitergehen. Das heißt, ich gucke mir jetzt gleich erstmal das an, was hier so. Ah, eine Karte. Okay, sehen wir hier irgendwie was? Oh, was ist denn da markiert? Fragezeichen. Das sieht so ein bisschen aus, als wären hier so Sagen
Markiert da oben ist Nessie. Das sieht so aus, als wäre er hier nach paranormalen Sachen unterwegs. Oh, Ancient, antike mesopotamische Mythologie, Dr. Shafki Amanat. Okay. Oh, wir können reingucken, sehr cool. Der Himmel war kein Ort für Sterbliche. Die Sumerer glaubten, dass der Himmel aus einer Konstellation von Gewölben bestand, die alle aus verschiedenen wertvollen Steinen gehauen waren. Das äußerste Gewölbe verkörperte An, den Gott des Himmels. Das mittlere Gewölbe war die Heimstatt der Götter des Himmels und das niedrigste Gewölbe beherbergte die Sterne. Die Anzahl der Gewölbe schwankte zwischen 3 und 7. Der Zahl 7 selbst werden magische Eigenschaften zugesprochen und sie taucht in der mesopotamischen Mythologie häufig auf. 7 Dämonen, 7 Tore, 7 Geister, 7 Throne und die 7 Tore zur Unterwelt. Die Sumerer ordneten jedem Stern und Planeten eine eigene Gottheit zu. Utu war der Sonnengott. Nana, später auch Suen oder Sin genannt, war der Mondgott. Nergal wurde mit dem Planeten Mars verbunden, Nabu mit dem Merkur, Marduk mit Jupiter, Inanna mit Venus und Ninurta mit Saturn. So war der Himmel wahrlich die Heimatstadt des Göttlichen und die Erde zu ihren Füßen war den Menschen gegeben. Dieser Weltveranschauung zufolge konnte keine Seele himmelwärts reisen. Stattdessen waren die Menschen selbst im Tode noch an die irdische Sphäre gebunden. Okay, krass. Also Mondgott und Sonnengott haben wir auch schon gehört. Es ist nicht erstaunlich, dass die Sumerer zu den ersten Astronomen der Geschichte zählten. Sie zeichneten die Position von Sternen auf, benannten Planeten und sagten die Bewegung von Konstellationen voraus. Die überlieferten Aufzeichnungen aus jener Zeit sind nicht vollständig. Dennoch ist heutzutage die Annahme weit verbreitet, dass die Entdeckungen der mesopotamischen Astronomen in der westlichen Welt übernommen wurden und als Grundlage für die klassische Himmelskarte der Griechen dienten. Okay, das ist ziemlich interessant, auch mit diesen ganzen Göttern und Gottheiten. Mal sehen, ob das noch relevant ist, auch mit diesen 7 Toren zur Unterwelt. Also auch die Säulen, ich weiß nicht, ob das 7 Säulen waren da um dieses Begräbnis oder was das war. Oh, ein Geheimnis. Kapitel 6, die antike mesopotamische Unterwelt. Einst glaubte man, dass die Welt aus Erde, Ozean und Himmel bestünde und in einem Kästchen aus unverwüstlichem Zinn eingeschlossen sei. Wer starb, reiste in die Unterwelt, die man Ikalla oder Haus des Staubs nannte. House of Ashes, okay. Die Seelen wurden in eine Höhle tief im Erdreich geleitet, wo sie einer Existenz zwischen den Schatten frönten. Ihr Wasser war Staub, ihre Nahrung Ton. Sie waren von ständiger Dunkelheit umgeben. Es gab keine Belohnungen oder Bestrafungen für das, was sie zu Lebzeiten getan hatten. Das Schicksal einer Seele war stattdessen von ihrem Begräbnis abhängig. Da die Toten oft unter oder in der Nähe des Hauses begraben wurden, wurden den Geistern der Verstorbenen täglich Opfer von Speis und Trank dargebracht. Familienmitglieder, die Wein in das Grab eines Toten gossen, löschten dessen Durst im Haus des Staubs. Die Botschaft an die Lebenden war gut zu leben, mit vielen Beigaben begraben zu werden und viele Nachkommen zu zeugen, die den kommenden Jahren Nahrung und Getränke ins Jenseits schicken würden. Die Toten konnten als Geister auf die Erde zurückkehren, um jede Nachkommen zu bestrafen, die ihnen keine Opfergaben in Form von Speis und Trank hinterließen. Rachsüchtige Geister konnten den Lebenden Unglück und Krankheit bescheren und Leiden wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Fieber und psychische Störungen verursachen. Mesopotamische Heiler führten viele Krankheiten auf die Einmischung von Geistern zurück, während andere von Göttern oder Dämonen verursacht wurden. Alles klar, das ist ziemlich cool geschrieben. Ich denke, das fußt wahrscheinlich auch auf irgendwelchen realen antiken Mythologien. Und da kam schon der Begriff House of Ashes für die Unterwelt. Mal sehen, was wir hier noch finden. Oh, unterm Bett zu kramen ist immer risikoreich. Wir sehen, Tanny. Oh,
Schmuckschatullen. Dahabel. Es waren doch Schmuckschatullen, oder? Hallo, Anna Salim. Salim. Salim Garkun. Abu Zain. طبعا. رجعت؟ أي رجعت. هو زين مع... مع... هو زين مع ابنك؟ طارق. أيوة طارق. هما مع بعض. Oh, hier geht's um Diebesgut. Das werden wir aber natürlich nicht sagen, ne? La, la. Kullu tamama. Asso, kein Eid Miladu. Ana gibt le Hdiya. Dinaya kweyesa. Ah. Lama yirga, ibaathu li halan. Maqdarsh aqulu imta hiku. Inta aarif al wilad. Ay waqt. Ibaathu li law samahti. Taban. Okay, der liebt seinen Sohn, glaube ich, wirklich. Was denn? Was denn? Captain Basri, ahlan. Also, Entschuldigung. Das ist John. يا فندم الحرب خلصت خلاص وخسرنا. لا ده كلام فارغ. ما حدش اتسلم. عدو جاي ودي أرضنا. واحنا لازم نتعرب ليها. Ich gerade hier einmal mitlesen, aber مطلوب تأكيد. يلا. شوف جايين علينا. بقول لك احنا محتاجين كل راجل في مكانه لحسن طيارتهم توصل عندنا. Ja gut, Commander, haben wir verstanden. Nimm deine Sachen und geh. Aber sorry, das ist doch hier ein bisschen Resteverwertung, oder? Das ist doch da der Captain. Ja, das hoffe ich auch, dass du bald wieder zurück bist. Ich hoffe, ich kann dafür sorgen. Hier der Captain, der hatte das Gesicht von John aus Living Hope. Oh, okay. Es geht weiter. Mit Jason. Oh, eine Prothese. Bereithalten, Jungs. Wir sind gleich da. Hey, Merlin. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Ich sehe dich, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Ich will es nicht hören. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Ah, Moment, das hier ist... Das ist unser Geist, Mervin. Ach, der ist das. Der komische Trainingsreini. Der Backscheinbogen. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ja, danke. Danke, hey. Danke. Ich lasse mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen. Oh nein. Okay? Und das ist im Bett. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Wird sie nicht eifersüchtig. Mann, Rachel. Hey. Was gibt's da zu lachen? Gott, oh Gott. Sergeant Kane, ich will exakt alle 4 Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant oh. Kane, hörst du mir zu? Traumatisiert. Ja, verstanden. Kontakt zur LRU alle 4 Stunden. Hey, ist alles gut? Hey, alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ich stehe dir bei, wie ein richtiger Kamerad. Ich stehe dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Okay. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren?
Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es, Bruder. Hurra! 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 Ladescreen. Das ist eine Krankheit. Aber ich finde den Jason recht sympathisch. Ich glaube, den mag ich noch von allen gerade am liebsten. Okay, wir sind da in diesem Gebirge. Ah, da ist nochmal das Salim. Oh, die treffen aufeinander. Oha. Oh ne, gibt es da jetzt schon eine Auseinandersetzung? Okay, wir spielen mit Jason. Aber wird schon wieder ein Ladescreen, ich möchte es nicht nochmal sagen. Kriegt eure Ladescreene unter Beschuss in den Griff. Super Messe. Und bei einem. Keine Gasmaske. Hey Joey! Warum zur Hölle hast du das getan? Ja, kommt alles im Glück. الامريكان العساكر الامريكان جم سير دي فون جفاند erwarte befehle nicht schießen ausschwärmen nicht schießen keine unnütze gewalt ja genau ich glaube das wäre nur von nachteil wenn wir da jetzt rumballern احنا الامريكان احنا الجيش الامريكاني Ja, wir tun ihnen nichts. Wir sind hier nur alle bis auf die Zähne bewaffnet. Runter! Auf den Boden! Los! Hände auf den Rücken! Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. Okay. So ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchak, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Es sind... nur Hirten? Colonel, ich glaube, hier sind keine Feinde. Die Männer hier scheinen nur Hirten zu sein. Sind Sie sicher? Ist das nicht nur Tarnung? Ja, das könnte natürlich auch sein. Vielleicht hat er recht. Wenn das Zivilisten sind, hat Lieutenant Kolchak gut daran getan, vorsichtig vorzugehen. Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen einer... Sie reden weiter, Corporal. Ja, danke, Rachel. Sie wird mir immer sympathischer. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Der Mervyn ist echt ein Arsch. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Alles klar. Ansage. Halt still. Ich durchsuch dich nur. Ja, Maschinengewehr. Wäre ich auch total furchtlos. Okay, vielleicht kommen jetzt hier schon scheiß Entscheidungsmöglichkeiten.
السلام عليكم يا أخي. لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة. فين مدخل مخزن السلاح؟ Ach Gott, ey. Ich weiß es nicht. هسألك مرة تانية. فين مكان المخزن؟ Okay, was ist das? Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. إيه ده؟ هتعرفه قريب. اوكي. Immer neugierig. Was zum Teufel? Into Cam hin. Okay, ich kann's mir. Okay, das ist ein Geheimnis. Und wir haben uns daran gepiekst. Das ist ja hier der Dornröschen-Effekt, hoffentlich nicht. Aber die haben es ja hier überall. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Vielleicht versuchen die sich auch vor etwas zu verstecken. Okay, verhöre die Hirten und ich suche den Hof. Wir sind Jason. Mal sehen, ob wir hier noch was. Aber ich kann ja gar nicht mit denen reden und es ist echt dunkel. Echt dunkel. Ich muss nochmal gucken, ob ich die Helligkeit nicht einstelle. Okay, mal gucken. Sag schon, Huch. Wo ist das Depot? Wie geht das denn jetzt hier weiter? Er war bewaffnet, Ma'am. In diesem Land trägt jeder Waffen. Ja, das stimmt. Die Bundoeye kbira awi ya akh. Akthar min ant mahtaju lil ghanam. Fein madkhal el maghzan? Nee, das machen wir nicht. Mach das nochmal und ich reiß dich in Stücke und verfüttere dich an die Schakale. Warum sagt sie das nicht auf Arabisch? Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Okay, vielleicht weil sie ragiert war. Bewachen Sie den hier gut. Okay, gucken wir uns mal hier um. Und schon wieder pfeift hier irgendwer so richtig gruselig. Was ist da? Oh, eine Steintafel. Oh. Moment, war das Rachel, die Jason die Sachen abgenommen hat? Hä? Okay. Gucken hier bei den Geheimnissen. Dieses Buch beschreibt die sumerische Unterwelt, die als Haus des Staufs bezeichnet wird. Das ist ja schon mal der Titel. Und was haben wir hier? Heidnisches Abbild. Ein heidnisches Abbild mit einem darin versteckten, scharfen Widerhaken. Okay. Vielleicht gegen böse Geister oder so. Alles klar. Eine Vorahnung mehr, aber ist das eine schlechte Vorahnung oder was soll uns das sagen? So, ich kann die hier gar nicht selber verhören, aber es liegt da. Also überall sind jetzt hier diese heidnischen Abbilder. Ich glaube nicht, dass die hier sich irgendwie so Satansmale hinhängen, sondern ich denke schon, dass die sich auch versuchen zu schützen. Deswegen sagt der eine, das werden wir noch sehen. Oh Gott, hier ist ja der ganze Raum voll. Oder, ach, ich glaube, von hier kamen wir, ne? Moment. Ich bin verkehrt herumgegangen. So, hier lang. Also, wir können da hinten raus. Ist hier noch irgendwie was? Nee. Okay, alles klar. Ich will, dass Sie den Hof durchsuchen. Und zwar jeden Winkel. Jedes Bett, jeden Schuppen, selbst das Klo. Der Eingang zum Depot ist irgendwo. Naja, aber vielleicht tappen die auch total im Dunkeln. Die haben ja nur irgendwie gesehen, dass hier was unterirdisch sein soll, aber vielleicht ist der Eingang wo ganz anders. So, jetzt kann ich hier, jetzt, wo muss ich denn jetzt hier lang? Ich kann hier auch nicht mit den Leuten reden.
Aber hier mit dem Nick. Ich gucke jetzt gerade nochmal, der sagt auch nichts. Na gut. Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? Ein Scheiß. Wenn er Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Also. Ja, man muss sich leider an seinen Oberoffizier halten, egal wie schwachsinnig manchmal irgendwelche Pläne klingen. Es kann ja auch sein, dass sie hier noch was finden und das echt gut getarnt ist. Oh, was ist hier? Eine Gasmaske? Ein Haufen Gasmasken hier! So brauchen die das denn? Das ist ein weiteres Geheimnis, alles klar. Komisch. Wer pfeift hier die ganze Zeit? Das ist gruselig. Oh, okay, es geht weiter. أنا بشخص الحكومة الأمريكية. أنت في موقف صعب جدا. مهم إنك تقول الحقيقة. فين مدخل المخزن؟ Oh, da in der Wand oder unterm Teppich? Okay. Das ist Heroin. Oh. Okay. Das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf stellt. Oh. Oh oh. Nicht gut. Oh. Ah. Fuck! Er saß! Ihr Arschlöcher! Oh oh. Was denn jetzt? Oh. Fuck! Oh. Scheiße, beschissener Scheiß! Hinterhalt? Oh nein. Runter, runter! Oh nein, wir müssen schießen. Wo denn, wo denn? Okay. Das war verdammt knapp. Aber hey, wie kann man da noch lächeln in der Situation? Rachel! Wo bist du? Okay, sie ist ja sorgt sich um Rachel. Halt! Warten Sie! Ja, klar. Atemo! 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 Oh Gott, ey, warum? Oh, was ist das für ein komisches Gas, was da aufsteigt? Das ist aber überhaupt nicht gut. Ach, das sind hier die verbrennenden Sachen, okay. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Oh nein. Die Wichser sind schwer zu treffen. Sie rücken vor. Wir müssen zu tun. Ja, ihr mich auch. Okay, wir müssen ihn irgendwie retten. Okay, wir müssen leider. WOP-Granaten wären jetzt echt nützlich. Doch Danny wollte sie ja daheim lassen, stimmt's? Befehl ist Befehl, Marine. Die Option haben wir jetzt nicht mehr. Scheißdreck. Ernsthaft. Jason, der Einzige, der hier Eier hat. Okay, die anderen stehen nur daneben. Gebt mir Deckung und holt Joey da raus. Ja. Okay. Was ist das, Quick Time? Oh, schießen, schießen, schießen. Okay. Oh Gott, mein Herz. Das hat gesessen. Oh, das ist ein cooler Move. Okay, alles gut. Verdammt, ich sterbe, Nick. Nein, alles gut.
Ich weiß, es tut weh und du stirbst doch nicht. Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Aber ich war doch nur am Bein Nein. Nein. Nein, haben wir schon den ersten verloren? Nein, warum? Ich hab doch alles gemacht. Ich hab doch alles gemacht. Außer diese Nebeldinger da. Worauf wartet ihr? Ausschwärmen und kämpfen! Oh, okay. Verdammt! Mist. An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Geht es noch schlimmer? Ja. Erdbeben oder was war das? Auf den Boden, sonst blasse ich dir deine verdammte Birne weg. Nee. Nein. Nein, nein, das machen wir nicht. Fuck! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Oh, wir haben damit unser Schicksal verändert. Schieß nicht daneben. Oh, hey, das ist Salim. Okay, er hat nicht geschossen, weil wir da jemanden verschont haben. Oh, oh, Erdbeben. Oh. Oh, Mist. Oh, Mist. Nein, 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 nein. Oh, oh, Scheiße. Oh, nein. Rachel! Scheiße! Oh. Oh, nein, 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 nein. Oh, der. Ah. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Ich glaube, unser Unheil nimmt jetzt seinen Lauf. Ich glaube, jetzt sind wir da, wo der Scheiß anfängt. Kommt jetzt der Kurator, oder? Was ist los? Bitte kein Ladescreen, der wieder irgendwie festhängt. Oh. Nick. Sandhöhle, Tiefe 52 Fuß. Okay. Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie viel 52 Fuß sind, aber... Marvin? Jason? Ja, hoffentlich ist ja niemand anderes schon in der Dunkelheit, ne? Oh nein. Finde deine Verbündeten. Finde Jason. Okay, ich guck grad nochmal, was sich hier alles verändert hat. In der Kursrichtung. Puh, mein Herz rast gerade. Ich glaube, wir hätten jetzt schon Jason auf jeden Fall verlieren können. So, was haben wir hier? Semper Fi. Salem sah, wie Jason den Hirten verschonte. Salem entschied sich, Jason nicht zu erschießen. Okay, das hätte für Jason doof ausgehen können. Und wenn ich das richtig sehe, Salem, der hatte auch eine Charakterbeschreibung. Der muss wohl auch zu den Charakteren gehören, die wir sicher durchs Spiel gleiten. Ich bin mir jetzt nur nicht so sicher, der Joey, ob der das auch hatte, ob der jetzt schon einer der Charaktere ist, die ich verloren habe. Ach, die Gasmaske. Oder ob ich das nicht hätte verhindern können mit dem Joey, das weiß ich nicht. Aber... Eric, Jason, Rachel, Salim und Nick scheinen die Charaktere zu sein, die wir spielen können. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt einen kleinen Cut. Das nächste Mal wird sicher, sicher super, hyper spannend werden.
haltet euer Herz fest und alles, was dazu gehört, wenn wir das nächste Mal wieder House of Ashes spielen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.